Jetzt bin ich gespannt. Sind die ganzen Zombies dann wieder hier? Jetzt? Dann? Oh, schön ruhig ist es. Plötzlich. Leck. Nein, da sind sie wieder. So. Okay, also das ist auf jeden Fall Decke. Das weiß ich. Die Decke können wir gleich machen. So. Okay, ja, eigentlich alles, was ich hier sehe. So. Auch das hier. Wird dann alles Lava nachher. Ich markiere das gleich, am besten gleich nochmal mit dem hier. Okay, und dann fangen wir jetzt hier an, das einzurichten. Fangen wir damit an, dass hier eine Lavalampe ist. Die ich... Natürlich habe ich jetzt keine Lava dabei. Die müssen wir dann uns dann nochmal nach kurz holen. Und hier wäre eigentlich ein großer Stein. Aber der würde die Lavalampe wieder bedecken, also lassen wir das. Dann das hier ist Gras. So, genau 5. So, das ist Gras. Hier haben wir wieder ein Fass. Dann haben wir da noch einen Stein. Von dem hier an. 1, 2, 3, 1, 2, 3 hier. Ein kleiner. Ja, die können wir eigentlich auch so machen. Wie aussieht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, sieht man auch ein. Mist habe ich nicht. Ein Gemälde, das muss ich dann auch noch machen. Was ich aber noch machen kann, ist hier. Ist wieder so ein kleiner Riss. Der kommt von dem hier... Ne, das schaut scheiße aus. Wir lassen es so. Von dem drunter... 1, 2. So, das sind 2. Drunter haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und die 2 auch nochmal, dann ist es noch einer. Okay, passt. Und dann bei diesem einen hier geht er 2 nach unten und hier der hier. Genau. 1, 2 und dann, ja, perfekt. Okay, das hier ist ein Riss im Boden. So. Wir brauchen jetzt Gemälde und Lava. Gemälde meine ich. Gemälde. Wo kommt denn schon auf so ein blödes Wort? Natürlich nur wieder ich. Okay. Weg damit. 64er Stück. Ja. Kommt auch weg. Obwohl, wir haben ja sonst noch nichts. Ja, wir lassen ihn vorerst nochmal. Der hier kommt weg. Und das war's auch. So, ich brauche einen Lava-Eimer und Gemälde müssen wir uns machen. So. 6 Stück einfach mal. Okay, damit kommen wir jetzt schon mal etwas voran. Ich hoffe, wir haben den Lava-Eimer mitgenommen. Ich würde mir zutrauen, dass ich ihn schon wieder vergessen hätte.
Nein, da ist er. Ja, ein bisschen heller ist es dadurch geworden. Gemälde haben wir hier. Nein. Das ist wieder ein Dino-Kopf. Okay, jetzt muss ich weitersehen im Video. Okay. Halt, 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 halt. Die Falle habe ich vergessen. Ja, nicht nur die Falle, da ist sogar noch ein bisschen Blut. Das Blut habe ich auch vergessen. Das mache ich noch schnell hin. Das ist hier so drüber. Und zwar... hier. Hier, hier, hier. Nee, halt, da ist es nicht. Das sieht nur wieder so aus. Weil hier halt so ein bisschen noch ist. Und das sieht dann immer so... Eigentlich ist es sogar hier so dieses bisschen. Aber wegen diesem bisschen kann ich die beiden nicht rot machen, finde ich. Wohingegen hier ist es ungefähr die Hälfte. Und dann kann ich sie schon rot machen. Hier ist es sogar hier so ein Wölf. Ungefähr. Und hier wäre es halt nur dieses Eck und wegen diesem Eck mache ich es auch nicht rot. Okay, das passt dann auf jeden Fall. Und wo war jetzt die Falle? Okay, die war hier. Exakt da. Ich habe natürlich keine Druckplatte dabei. Ich habe auch keinen Werfer dabei. Den müssten wir uns noch machen. Dann machen wir uns kurz einen Werfer und eine Druckplatte. Und dann bauen wir eine Falle. Okay, nein, Lag. Weg, weg. Aha, sonst noch was. Weg. Okay. Habe ich natürlich sonst nichts da, oder? Nein. Na gut, dann eine Druckplatte, die hätte ich auch eigentlich auch so machen können. Und ein Werfer, wie ging der nochmal? Bogen, ich brauche einen Bogen. So, der ging, glaube ich, irgendwie so. So. Und Redstone. Genau, das sind Spender. Und jetzt wird es ein Werfer. So. Eine Fledermaus. Ein Zombie. Okay, aber hier ist sonst nichts. Nein. Okay, genau hier war's. Da habe ich jetzt mal die Druckplatte hin. Ja. Und... ah, das war eine blöde Idee, oder? Ah, nein, geht sogar noch. Blöd ist nur, dass das Licht fast direkt davor ist. Man sieht den Druckschalter also. Es sei denn, man ist irgendwie blind, keine Ahnung. Das muss ich mal nachsehen. Wie mache ich das jetzt am besten? 1, 2, 3, 4, 5, da im Eck. Oder 1, 2, 3, 4, auch 5, dort. Also geradeaus oder ums Eck. Ich gehe lieber geradeaus. So. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich muss jetzt alles aufreißen. Ja, das müsste so eigentlich auch klappen noch. Ja. Nein. Ich will den Bruchstein haben. So, Redstone. Okay. Passt. So. Den Stein hätte ich lassen können. Ich glaube, ich brauche 3 Redstone-Fackeln. Nein.
So, die müsste jetzt ausgehen. Genau. So, jetzt brauche ich darüber eine. Und darüber dann auch noch eine. So. Toll, jetzt muss ich da erstmal irgendwie hochkommen. Und dann muss ich noch sehen, notfalls muss ich das auch noch invertieren. Die müsste dann leuchten und dann würde der schießen. Nein, ich muss es nochmal invertieren, sobald ich da oben bin. Das mache ich jetzt mal von hier schnell. Sieh mal eine an. Okay. Das müsste jetzt da sein, wo die Fackel hinkommt, oder? Ja. Okay, aber weil ich es invertieren muss, baue ich noch eine weitere Redstone-Fackel. Okay. Jetzt mache ich irgendwie so. Halt. Da vorne. So. Okay. Hier kommt das. Nein, nein, nein. Mist. So. Nein, scheiße. Das ist scheiße. Besser. So, wenn ich da jetzt dann noch hau. Genau. Genau, so passt das. Dann kann ich den jetzt so hinhauen. Hier kommt die Fackel hin. Ah, genau, deswegen habe ich das so gemacht. So. Passt. Okay. Den Buchständer, den lasse ich jetzt ausnahmsweise mal. Hä? Okay, keine Ahnung. Dann lassen wir das eben. Das hier kann aber frei. Hier machen wir dicht. So. Hier kann wenigstens dicht gemacht werden. So. Okay, hinter uns ist keiner. Habe ich auch ein bisschen spät gesehen, nachgesehen, ich weiß. Ja, Item wechseln. So. Jetzt müssen wir mal testen, ob das überhaupt funktioniert oder ob ich es überhaupt nicht invertieren muss. Doch, muss ich. Okay. Dann zack, zack, zack. Da kann noch so ein Bruchstein rein. Okay. Finaler Test. Okay, funktioniert. Ich darf nur nicht vergessen, zum Schluss dann alle Fallen auch aufzufüllen mit Pfeilen. Ich glaube, ich werde dann einfach in jeden Dispenser irgendwie einen Stack reinhauen. Ich hoffe, ich habe bis dahin so viele Pfeile. Also in jeden Werfer. Okay, dann haben wir das jetzt. Dann schaue ich jetzt weiter.
So. Okay. Von dem hier geht es einen weiter nach oben. Und unbestimmt nach unten. Mal sehen, wie weit sehe ich denn nach unten. Ja, wird schon passen hier. Das hier war das. Nein, halt. Ah doch, hat schon gepasst, okay. Das hier war das. Das hier war das. Ich bin hier also da. Zwei nach unten noch. Hier. So. Und das hier ist dann auch wieder die Lavagrube. Haben wir jetzt unten her, das bisher immer so, weil da sehe ich vom Bildschirm her nicht mehr weiter. Und hier geht es erstmal bis hier weiter. Bleibt auf diesem Level. Auf dieser Höhe. Aber weit ist es nicht mehr, dann ist dieser Raum hier auch fertig. Nicht das Gefühl, dass irgendwo Zombies sind und mich töten wollen. Ich weiß nicht, wo dieses Gefühl herkommt. dann nochmal. Ui, Kohle. Ja gut, Eisenerz wäre mir aber eigentlich lieber. Kohle haben wir schon so viel. Okay. Das da unten. Ach, ein Fass sehe ich da. Okay, ihr habt mich schon gefragt. Hätte auch ein Gegner sein können. So, jetzt geht es einen nach oben. So, und wieder bis nach unten. Ups. Einmal kurz nicht aufgepasst und das Inventar ist voll. Aua! So, wie viele Monster sind denn in der Zwischenzeit hier gespawnt? Einige! Eine Hexe? Eine Hexe! Okay. Wieso spawnen Hexen hier? Langsamkeit, na toll. Naja, zum Glück ist die Hexe jetzt da unten mit ein paar Creepern.